Hallo zusammen. Ich werde immer wieder gefragt, welches ist der beste Kühlschrank fürs Wohnmobil? Das kann man nicht ganz so beantworten. Ich mache seit 50 Jahren spiele ich mit Kühlschränken. Ich habe im Sandhaufen angefangen mit Kühlschränken zu spielen. Ich bin jetzt 30, 35 Jahre auf dem Business von 12 Volt Kühlschränken. Und nach mir das beste Kühlgerät im Wohnmobil, in einem Offroad-Fahrzeug oder Vanlife, wie man das alles nennt, das sind diese drei Kühlschränke hier. Ich habe hier dann noch den größeren, da komme ich später dazu. Und zwar sind das alles Kühlschränke ohne Eisfach. Mit externem Kühlaggregat und fertig. Warum finde ich diese Kühlschränke? Ich gehe nicht auf die Größe ein, weil ich sage mal, ein kleiner VW-Bus, so ein T4, T5, T6, ist das wahrscheinlich idealer wie das 130 Liter Teil hier. Im mittleren Wohnmobilsektor sowas in der Größe, also das hat was, die Größe hat was mit dem Wohnmobil zu tun und nicht mit dem Inhalt. Warum ein Kühlschrank ohne Eisfach? Es gibt Leute, die fahren nur bis Wochenende campen, da spielt es nicht so eine Riesenrolle, aber zum Beispiel bei langen Campingurlauben oder Vanlife, ich will im Wohnwagen leben, bei einem Tiefkühlfach, das ist immer unter Null. Das heißt, da gefriert das Wasser, das gibt eine Eisbildung und das friert dann mit der Zeit, so zwei, drei Wochen friert das zu und das muss man abtauen und dann muss man die Energie, also die Ware, die drin ist, irgendwo wieder deponieren. Hier kühle ich hinten auf unter Null an der Platte. Da gibt es Kondenswasser, das ist normal. Das Kondenswasser, wenn die Temperatur erreicht ist, läuft das Kondenswasser ab in diese Tropfschale. Die kann man dann leeren bei Gelegenheit oder für solche, die wirklich lang gehen, kann ich hier an diesem Stutzen den durchschneiden und einen Schlauch anhängen und durch die Rückwand abführen. Und das Fahrzeug weg damit, so brauche ich mich nicht mehr darum zu kümmern. Jetzt habe ich Tiefkühlware. Weil die einen sagen, ja, ich brauche ja dann Tiefkühlware, das ist Pflicht. Und da empfehle ich, anstelle von einem Tiefkühlfach zusätzlich im Kofferraum, in der Garage oder sonst wo eine Kühlbox, Tiefkühlbox zu installieren. Diese Tiefkühlbox muss ich nur einschalten, wenn ich wirklich Tiefkühlware dabei habe. Zweitens brauche ich diese Tiefkühlbox, dann braucht viel weniger Energie. Und wenn ich mal zu viel Kühlware habe, kann ich die auch als Kühlschrank benutzen. Und da geht es jetzt um Offroad-Fahrzeuge, also Fahrzeuge, die länger unterwegs sind. Wenn ich hier ein Problem habe, habe ich immer noch die Kühlbox, die ich als Kühlbox verwenden kann oder eben als Tiefkühler. Ich bin da flexibel und ich habe das Thema nicht vom Abtauen. Und einem normalen Wohnmobil frage ich immer die Leute, die schon campen seit Jahren, was habt ihr hier oben im Eisfach? Die meisten sagen, vor allem im kleinen Sektor, ich brauche das gar nicht. Aus diesem Grund
ohne Eisfach. Es gibt natürlich die Möglichkeit, statt einer Tiefkühlbox einen Tiefkühlschrank zu installieren, aber der kostet mehr. Und ich muss ja auch an das Tiefkühlgerät nicht jeden Tag dran. Oder alle 2 Tage muss ich da dran, um irgendwas rauszuholen. Am Kühlschrank, da gehe ich mehrmals täglich dran. Das ist das Thema. Ohne Eisfach. Weil das brauche ich nicht. Wenn man das Tabla natürlich nicht reinhängt, sondern nur reinlegt, dann funktioniert das nicht. Ich habe klar, bei all den Schränken hier, habe ich eine Türverriegelung, ich habe eine Lüfterstellung. Das heißt, ich kann die offen stehen lassen, wenn ich den Schrank nicht brauche. Wir kommen zu diesem Kühlschrank. Hier sitzt das Kühlaggregat jetzt oben drauf. Wir haben hier eine 1,5 Meter lange Leitung. Ich kann also das Kühlaggregat extern setzen. Zum Beispiel, wenn ich genügend Tiefe habe, innen drin oder sogar extern unterm Fahrzeug, da schraube ich ein Loch unten rein, unter dem Brett, wo der Kühlschrank drauf ist, oder ich habe den Kühlschrank auf Brusthöhe und dann kann ich das Kühlaggregat einfach ein Stück weiter runtersetzen. Es gibt hier auch die Möglichkeit von trennbaren Kupplungen, dass ich diese Kupplungen, diese Leitungen trennen kann, durch den Fahrzeugboden fahren kann und unten wieder zusammenhängen. Es ist also kein Problem, das Kühlaggregat unterm Fahrzeug zu montieren. Der Vorteil weiter, normalerweise bei unseren anderen Kühlschränken, da ist das Kühlaggregat hier hinten drin. Und bei diesem Kühlschrank macht es 15 Liter mehr Volumen aus, den ich habe, weil der Kühlschrank hier unten bis ganz nach hinten geht. Gibt also beim gleichen Preis etwas 15 Liter mehr Kühlschrankvolumen. Dann kommt der Energieverbrauch. Wenn ich einen Standardkühlschrank habe, der das Kühlaggregat hier hinten hat, dann heize ich in diesem Fach, wo der Kühlschrank ist, die Rückwand auf oder hinten dran diesen Raum auf. Wenn ich hier hinten Wärme habe, drückt die Wärme in den Kühlschrank rein durch die Isolation, durch das steigt der Stromverbrauch. Wenn ich dieses Aggregat natürlich ein Stockwerk tiefer habe oder nebendran im Kasten, dann kann ich das in der Regel besser belüften. Klar, ich muss das belüften. Ich habe auch hier einen Ventilator, wo ich die Luft zuziehen kann und die Wärme abführen, weil ein Kühlschrank kühlt ja nicht. Der entzieht nur Wärme von innen im Kühlschrank. Dann ist es da weniger warm und gibt die Wärme hier an diesem Wärmetauscher hier oben ab. Das ist das Funktionsprinzip des Kühlschranks. Zweitens, vom Energiebedarf her, wenn ich eben diesen Kühlschrank nehme ohne Eisfach, dann brauche ich auch den Strom nicht für das Eisfach und der Kühlschrank braucht weniger Energie. Wenn ich eine gute Kühlbox nehme, wie so eine B46S, die als Tiefkühler laufen lässt, brauche ich hier fast weniger Strom, also hier und bei diesem, der große Kühlschrank, weniger Strom als einer mit Tiefkühlfach. Weil diese Boxen sind dann wirklich für Tiefkühlung ausgelegt und vor allem, ich mache die Türe nicht immer auf. Beim normalen Tiefkühlschrank, beim normalen Kühlschrank mit Eisfach mache ich die Türe viel mehr auf. Durch das verliert das Tiefkühlfach an Wärme oder an Kälte. Und so brauche ich wieder mehr Energie. Jetzt kommen die Feinheiten. Ich kann einen Kühlschrank kaufen von Wemo.
Ich kann ihn kaufen von Dometic, ich kann ihn kaufen von Engel und so weiter. Das spielt gar keine Rolle. Wir sind alle etwa gleich gut, wir kochen alle mit Wasser. Warum soll ich jetzt einen von Wemo kaufen? Ja, weil ich Wemo bin. Wir verbauen ausschließlich Dampfhauskompressoren, nicht irgendwie ein chinesischer Nachbau von diesem Kompressor. Klar kostet er ein bisschen mehr, aber ich habe hier einen Qualitätskompressor und der Kompressor ist wie die Pumpe hier drin. Das ist das Herzstück vom Kühlschrank. Hier sollte ich nicht unbedingt sparen. Mit der Leitung hier, da könnt ihr auch einen Kühlschrank nehmen von der Konkurrenz. Mit einer verlängerten Leitung mit 3-4 Meter könnt ihr auch von der Konkurrenz nehmen. Ist überhaupt kein Thema. Aber die bauen das gar nicht. Nach meinem Wissen. Dann gibt es noch das Thema Absorberkühlschrank. Das ist ein Kompressorkühlschrank, der läuft effektiv nur mit 12 Volt. Optional mit 230 Volt. Ja, aber eigentlich mit 12 Volt direkt ab der Batterie. Mit dieser 100 Ampere Lithium-Batterie kann ich diesen Kühlschrank, der einen Verbrauch hat von 10,25 Watt, das sind also fast 12, also 1 Ampere, kann ich den etwa 100 Stunden betreiben. Das sind sage und schreibe 4 Tage. Beim kleinen Kühlschrank sind es gegen 5 Tage und beim großen Kühlschrank sind es um die 2,5 bis 3 Tage. Aber da könnte ich auch, wenn ich in so ein großes Wohnmobil gehe, auch in der Batterie ein bisschen aufrüsten. Es gibt noch das Thema Kältespeicher in Kühlschränken. Der Kältespeicher ist ein Kühlakku, der die Kälte speichert und ich durch das angeblich weniger Strom brauche. Das stimmt nicht, sondern der Strom brauche ich schon, aber zu einem anderen Zeitpunkt. Bei Booten war das früher ein Thema. Wenn ich ein Segelboot hatte, da habe ich am Land geladen, habe den Speicher runtergekühlt und dann, wenn ich segeln war, habe ich keinen Strom mehr gebraucht. Aber heute haben wir sehr gute Batterien, also keine Bleitechnik mehr, sondern leistungsfähige Batterien, die auch nicht mehr so schwer sind. Also das mit der Bleibatterie könnte ich nicht machen. Wir sind auch so weit mit der Ladetechnik, über Ladebooster, über die Lichtmaschine, das zu laden. Oder auch zum Beispiel kann ich so einen Kühlschrank mit einem Solarpanel in der Größe hier, das ist 130 Watt, im Sommer fast durchbetreiben. Oder ich habe einen solchen Solarkoffer, den kann ich aufmachen. Der hat jetzt zum Beispiel 100 Watt. Mit einem Solarkoffer von 100 Watt, den ich dann der Sonne nach ausrichte, wenn ich länger stehen bleibe, kann ich damit den Stromverbrauch zu 70% von so einem Kühlschrank decken. Ich kann den Koffer wieder einpacken ins Auto und er steht nicht oben drauf. Es gibt ja auch die Absorberkühlschränke. Das sind die Kühlschränke, die vorwiegend in Wohnmobilen verbaut werden. Die haben einen riesen Vorteil, sie laufen mit 12 Volt, 230 Volt und Gas. Auf Gas brauchen die dann etwa 10 Kilo Gas pro Monat, aber das hat in einer Standardflasche 10,5, 11 Kilo Platz. Das heißt, ich brauche in einem Monat eine Gasflasche. Jetzt, wo der Gaspreis steigt, ist das ein anderes Thema. Aber der Absorberkühlschrank kühlt nicht, wenn er schräg steht. Also er muss immer gerade stehen. Also bei einem Vanlife-Mobil oder Offroad eher nicht. Er kühlt nicht, wenn er bewegt wird. Das heißt, während der Fahrt kühlt er dann schlechter, sagen die Leute.
Er kühlt gar nicht mehr, wenn er bewegt wird, aber eine kontinuierliche Bewegung, da kühlt er dann wieder. Und wenn es über 35 Grad hat, beziehungsweise hinten am Wärmetauscher 43,2 Grad ist es, dann geht dieser Kühlschrank nicht mehr. Das ist Physik. Von dem her eher ein Kompressorkühlschrank. Beim Absorberkühlschrank haben wir das Thema, er ist absolut geräuschlos. Bis auf den Gasbrenner. Der Gasbrenner bei gewissen Modellen ist lauter als ein Kompressor, also die Einströmgeräusche vom Gas und der Verbrennungsprozess. Hier kann ich natürlich diesen Kühlschrank, ich habe hier gewaltig Leistung, ich kann den vollpacken abends, bevor ich ins Bett gehe, wirklich vollpacken. Mineralwasser, Bier, alles was geht. Und also abends vollpacken, dann runterkühlen und wenn ich dann abends ins Bett gehe, 10 Uhr, 11 Uhr, je nachdem, schalte ich den Kühlschrank komplett aus, da sind die Geräusche ganz weg und bis morgen hat sich dann der Kühlschrank um 2-3 Grad erwärmt, was effektiv kein Problem ist. Das kann ich aber nicht machen bei einem Kühlschrank mit Tiefkühlfach. Das würde auftauen. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, das Teil nach unten ins Fahrzeug zu setzen oder in einen Kasten, der gegen außen belüftet ist, gegen Schallschutz, gegen außen ist und somit habe ich das Geräuschproblem ziemlich eliminiert. Standard haben wir hier oben den Thermostat, das ist ein Drehthermostat. Da kann ich die Temperatur einstellen. Oder als Option liefern wir so einen Digitalthermostaten mit einem externen Kabel. Den kann man dann extern irgendwo einbauen. Und so sehe ich die aktuelle Temperatur und ich sehe, kann die gewünschte Solltemperatur, die ihr haben sollt, einstellen. Wenn ihr Fragen habt zu diesen Kühlschränken oder wenn ihr es bei mir nicht findet, ich verlinke euch hier die Playliste über die Kühlschränke oder die Playliste hier über die Kühlboxen, dann fragt mich an. Ich gebe euch in den Kommentaren Auskunft oder schreibt mir eine Mail. Ich hoffe, das ist mein Argument für den besten Kühlschrank oder die besten Kühlschränke in einem Wohnmobil. Ich wünsche euch einen schönen Tag.